tutti, ciao ragazzi, liebe Freunde von Mi Piace. Heute sind wir mit dem Flaggschiff der italienischen Flottille unterwegs, mit der Piaggio MP3. Und jetzt kommt's, 400 HPE. Heuer ist eine neue MP3 rausgekommen, nämlich mit einem neuen Motor im Chassis der großen bekannten MP3. Ich fange am besten mit dem Herzstück dieses wunderbaren Rollers an, und das ist natürlich der neue Motor. Es ist der 399 Kubikzentimeter Motor von Piaggio, der auch in der Beverly 400 eingesetzt wird. Ein Motor mit 35,3 PS und 37,7 Newtonmeter Drehmoment. Also ein kräftiger Bursche. Das muss auch sein, weil leicht ist die MP3 nicht, aber dazu komme ich noch zu sprechen. Die Besonderheit, und wir haben das ja schon ausführlich besprochen, in der MP3 sind die beiden unabhängig aufgehängten Vorderräder, die allerdings über eine Achskonstruktion miteinander verbunden sind, sodass ein Rad bzw. keines der beiden Räder wegrutschen kann wie bei einem konventionellen Motorrad. Und diese Konstruktion gibt einem beim Fahren wirklich sehr, sehr viel Sicherheit an der Vorderachse. Man hat nie das Gefühl, dass ein Rad rutschen könnte und dass man in Kalamitäten kommt. Weiters ausgestattet ist dieser Roller mit einem ASR, das heißt mit einem Anti-Slip-Kontrollsystem, damit das Hinterrad nicht durchdreht, zum Beispiel auf Straßenbahnschienen oder wenn es einmal glitschiger ist. Nicht unrelevant, also man kann es von Zeit zu Zeit spüren. ABS ist natürlich serienmäßig, ist vollkommen klar. Als Italiener muss man natürlich sagen, dass die Farbe des Mittelmeers, der Adria, hier verbaut an diesem Roller, ein Traum ist, mit Carbon-Applikationen, wobei ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob das jetzt wirklich Carbon ist oder nur in Carbon-Optik. Schaut auf jeden Fall super aus. Ein getöntes Windschild in der Farbgebung, ein Traum für mich, gefällt mir wunderbar. Und ich bin jetzt sehr, sehr viel wieder mit der MP3 gefahren. Ich muss auch sagen, dass das Fahrgefühl immer wieder erstaunlich und sehr spaßig ist. Obwohl er Spaß macht, ist das letztendlich ein Vernunftgerät. Und zwar insofern, als dass man auf das Auto verzichtet. Beispiel Wien, ganz Wien, Kurzparkzone. Kaufe ich mir einen Roller, brauche ich kein Auto mehr. Ja? Wetterschutz, alles gegeben, Sicherheit, Fahrspaß. Dieser Roller kann auf der Autobahn locker gefahren werden, über Landstraßen überhaupt kein Problem. Man gleitet wie in einer Luxuslimo dahin. Und wenn ihr auch im Winter fahren wollt, dann empfehle ich euch unser Video über das Ganzjahresfahren mit einem Piaggio MP3, das wir in der Beschreibung verlinken werden. Wer im urbanen Raum auf sein Auto verzichten will oder muss oder einfach keine Lust mehr hat, weil ihm das einfach zu viel ist, zu groß und zu teuer, der braucht natürlich eines, das ist Stauraum. Und genau diesen Stauraum bietet die Piaggio MP3 natürlich im üppigen Ausmaß, wie man hier sehen kann. Hier geht es tonnenweise hinein. Ich habe da mein Krimskrams drinnen. Also ich würde mal sagen, der Wochenendeinkauf sollte hier wirklich überhaupt kein Problem sein. Und wem dieser Kofferraum immer noch nicht reicht, dem empfehle ich einfach ein Top-Gas, das haut man sich da drauf und alle Einkaufsprobleme sind für immer gelöst.
Konnektivität ist natürlich das neueste Zauberwort des mobilen Marketings. Auch dieses Fahrzeug ist über Bluetooth mit dem Mobiltelefon verbindbar und über das Zentraldisplay sieht man dann alle relevanten Informationen. Allgemein bekannt und schon in diversesten Videos besprochen sind natürlich die Special Features einer Piaggio MP3. Der Arretierungsmechanismus, wenn das Fahrzeug sehr langsam fährt oder steht, kann die Vorderachse arretiert werden mit einem elektrischen Hebel. Sie wird dadurch starr und das Fahrzeug steht einfach so, wie es ist. Autofahrern bekannt, hops, ist natürlich die Handbremse. Ein Feature, das aufgrund der Typisierung notwendig ist, sehr funktional. Ebenso wie auch die Fußbremse, eine integrale Fußbremse. Hier rechts, jedem Vespa-Fahrer, der noch eine Blech-Vespa mit Schaltung fährt, bekannt, die Fußbremse. Kommen wir zum Fazit dieser Piaggio MP3 400 HPE zur Conclusio. Und wir müssen irgendwann auch über den Preis reden. Der Preis dieses Fahrzeuges ist auf der Webpage mit 9.399 Euro angegeben. Eine Menge Holz, aber man bekommt auch eine Menge Holz. Für sein Holz, für meine Begriffe, ist der Piaggio MP3, insbesondere auch mit dem neuen 400er Motor, eine freudvolle Bereicherung eures Lebens. Er macht verdammt viel Spaß, aber vor allem ist es eine praktikable Möglichkeit, sich in und um die Stadt einfach, schnell und trotzdem günstig zu bewegen.